Winter, die Jahreszeit, wo alles so schön aussieht, man produktiv ist, Zeit mit der Familie bringt und dann auf sein eigenes Leben schaut und merkt, dass man einfach nur depressiv irgendwo rumsitzt und sich an Keksen vollfrisst. So war das zumindest bei mir vor 3 Jahren. Ich habe die ganze Zeit irgendwie depressiv Serien geschaut, mich vollgefressen und meine Mental Health gegen irgendwelche Plätzchen eingetauscht, bis ich was geändert habe. Denn da hat es mir gereicht und ich habe 5 Änderungen gemacht, die mich nicht nur aus der Winterdepression rausgebracht, sondern in einen Winterarc reingebracht haben in den letzten 2 Jahren. Mein Name ist Nils Langer und ich wünsche dir viel Erfolg mit den Inhalten aus diesem Video. Punkt Nummer 1, um aus der Winterdepression rauszukommen, achte auf dein Hormon- und Vitaminhaushalt. Im Sommer haben wir viel Sonne. Wir sind viel draußen, ernähren uns viel von Wassermelone oder anderen Früchten, also viel leichtes Essen und bewegen uns viel. Alle Sachen, die wir im Winter nicht tun. Deswegen empfehle ich dir, gewisse Dinge zusätzlich zu deiner normalen Nahrung zu supplementieren. Ich will dir hier nichts verkaufen, lass es mich dir kurz erklären. Im Sommer haben wir, wie gerade schon angesprochen, viel Sonnenlicht. Das fehlt uns im Winter. Deswegen nehme ich, viele andere Deutsche auch, Vitamin D3 plus K2. Das sind die Vitamine, die du normalerweise von der Sonne bekommst und die dazu führen, dass du dich einfach besser fühlst, dass du glücklicher bist und nicht depressiv in irgendeiner Ecke rumliegst. Zusätzlich nehme ich noch täglich, zumindest versuche ich es täglich, Zink zu mir. Zink hat 2 Funktionen. Erstens ist es dafür da, dein Immunsystem zu stärken und zweitens kümmert es sich darum, dass du einen guten Hormonhaushalt hast. Bedeutet, dass Frauen ein gutes Östrogenlevel und Männer ein gutes Testosteronlevel haben. Zusätzlich kannst du natürlich noch viele andere Dinge für deinen Hormon- und Vitaminhaushalt tun. Wenn du zum Beispiel Sport machst, trägst du ebenfalls dazu bei, dass du einen ausgeglichenen Hormonhaushalt hast. Oder wenn du jeden Tag einen Apfel oder eine Kiwi isst, sorgst du auch dafür, dass du genug Vitamin C zu dir nimmst, was ein sehr wichtiges Vitamin für deine Gesundheit ist. Überlege einfach für dich selbst, welche Defizite du in diesen Bereichen hast und supplementiere oder ergänze das, was notwendig ist. Punkt Nummer 2, tue dir selbst was Gutes. Der Winter ist eine graue Jahreszeit. Es regnet viel, Schneeregen, irgendwelche Stürme und die Menschen sind alle mies gelaunt. Deswegen tue dir selbst mal was Gutes. Geh auf den Weihnachtsmarkt, höre deine Lieblingsmusik, geh in den Kinofilm, der dir Freude bereitet, gönn dir mal was. Dafür ist der Winter da, dass du dir mal was gönnst, was dich glücklich macht. Wenn du nun zu Hause rumliegst und dich in deinen Gedanken vertiefst, die immer eine Spirale abwärts fahren, wirst du natürlich nicht glücklicher. Komm da raus, mach was, was dir Spaß macht, fordere dich auch mehr raus. Geh zum Beispiel einfach mal so eine Runde joggen oder eine Runde spazieren, auch wenn draußen Kackwetter ist. Ich garantiere dir, dass wenn du nach Hause kommst, du dich gut fühlen wirst. Also nimm Zink zu dir, nimm Vitamin D zu dir, tu dir selbst was Gutes und jetzt kommen wir zu den Punkten, die dein Winterarc einleiten werden. Punkt Nummer 3, kläre die 4 Ws. Was willst du, warum, wie tun und wofür? Brechen wir sie einfach mal nacheinander durch. Was willst du tun? Was ist überhaupt dein Ziel? Möchtest du in deinem Winterarc einen krassen Körper aufbauen, die Bücher in deinem Schrank lesen, die schon seit Jahren da verstauben? Möchtest du der Krasseste in deiner Uni werden oder in deiner Schule? Überlege dir das Was und danach das Warum. Warum willst du es tun? Warum willst du einen krassen Körper aufbauen? Willst du deinen Freunden beim Umzug helfen oder willst du einfach nur deine Klassenkameraden beeindrucken? Was ist deine Motivation dahinter? Denn wenn du einen krassen Grund hast, ein krasses Warum, dann gehst du auch in den grauesten Tagen raus joggen oder an den grauesten Tagen raus in die Schule. Frage 3, dein Wie. Wie willst du es tun? Im Falle des Körpers, erstell dir einen Trainingsplan. Im Falle der Bestleistung, erstell dir einen Lernplan. Es ist schön, wenn du weißt, was du tun willst, aber wenn du nicht weißt, wie, wird schwierig, denn du hast zwar deinen Kurs, aber hast keinen Plan, wie du da ankommen sollst in deinem Ziel. Und die 4. Frage, das Wofür, ist nochmal eine Verstärke für dein Warum. Wenn du beispielsweise einen krassen Körper aufbauen willst, um deinen Freunden beim Umzug zu helfen, was ist das Wofür dahinter? Wahrscheinlich, damit sie schnell in die neue Wohnung kommen. Aber wenn dein Warum ist, dass du einfach deine Klassenkameraden beeindrucken möchtest, was an sich nichts Verwerfliches ist, ist das Wofür wahrscheinlich ein wenig tiefer. Dein Wofür ist dann wahrscheinlich, dass du dich im Vergleich zu deinen Mitschülern schwach fühlst. Oder klein und es hat eine sehr tiefe Bedeutung für dich. Deswegen kläre diese Bedeutung. Also dein Wie, dein Was, dein Wofür, dein Warum, sorry für die falsche Reihenfolge, und erstell dir so einen Masterplan zu deinem Ziel. Punkt Nummer 4, sei proaktiv. Ich lese dir mal ganz kurz die Bedeutung von Proaktivität vor, dass ich dir danach besser erklären kann. Gemäß Duden bedeutet proaktiv durch differenzierte Vorausplanung und zielgerichtetes Handeln die Entwicklung eines Geschehens selbstbestimmt und in Situationen herbeiführend. In verständlichem neuen Deutsch ausgedrückt bedeutet es folgendes. Egal ob es regnet, ob es schneit, ob es stürmt, was ist dein Plan und den ziehst du auch durch. Punkt. Egal was da kommt. Proaktivität unterscheidet sich von der Aktivität, dass du immer handelst und dass du keine Ausreden mehr suchst, dass du dich nicht davon beeinflussen lässt, ob die Sonne scheint oder ob es regnet, dass du dich nicht davon beeinflussen lässt, ob da Kekse stehen oder nicht. Wenn du deinen Traumkörper erreichen willst, dann gehst du rausjoggen und dann lässt du die Plätzchen da stehen. Oder nehmen wir das Beispiel, dass du der Krasseste in deiner Uni werden willst. Dann ist es egal, ob eine neue Netflix-Serie rauskommt oder ob deine Freunde dich fragen, ob du heute Abend Bock hast zu feiern. Du hast dein Ziel und du hast den Plan. Wenn an diesen beiden Tagen Lerneinheiten geplant sind, dann ziehst du sie durch. Lass dich also von nichts und niemandem ablenken.
und setze deine Ziele als Priorität Nummer 1. Und damit du das auch wirklich durchziehen kannst, kommen wir jetzt zum Bonustipp. Tipp Nummer 5, ess nicht den ganzen Kuchen auf einmal. Ich kenne das selbst, es ist scheiß Wetter draußen, ich habe null Bock zu joggen und deswegen wende ich folgende Technik an. Ich unterteile mir alles in kleine Stückchen. Beispielsweise, ich sitze gerade auf dem Sofa. Schritt Nummer 1, ich stehe erstmal auf. Wenn ich dann schon stehe, kann ich auch gleich an meinen Kleiderschrank gehen und mir Joggingklamotten anziehen. Und wenn ich sie dann schon anhabe, dann kann ich einmal schon mal zur Tür gehen. Und wenn ich dann schon mal an der Tür stehe, dann kann ich auch direkt joggen gehen. Diese Taktik kannst du auf so ziemlich alles anwenden. Auch wenn du keinen Bock hast zu lernen, wenn du keinen Bock hast Sport zu machen, wenn du keinen Bock hast von der Couch aufzustehen, whatever. Bei den kleinsten sowie bei den größten Herausforderungen. Es ist egal, wende es mal an und du wirst merken, dass es den ganzen Prozess vereinfacht. Also kurz gesagt, mach Folgendes, um aus der Winterdepression in den Winterarg zu kommen. Achte auf deinen Hormon- und Vitaminhaushalt. Gönn dir mal was, mach dir was Gutes, kläre die 4 Ws, also was, warum, wie und wofür. Sei proaktiv und ess nicht den ganzen Kuchen auf einmal. Wenn du diese 5 Schritte gehst, wird dich nichts mehr aufhalten können und du wirst den Winter deines Lebens haben. Ich wünsche dir nur das Beste und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.